Hi Leute, willkommen zurück bei Splinter Cell Conviction. Wir sind hier stehen geblieben, dass wir befeuert werden. Falschen Knopf gedrückt. Na klasse, wo starte ich jetzt? Oh, verdammt. Hör auf zu schießen. Ja, ja, es ist blöd, wenn man falschen Knopf drückt. Weil ich habe außerdem gerade zweimal Leertaste gedrückt. Und da passiert sowas dann mal. Warum geht er nur daran und nicht da in die Ecke? Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Die sind ja. Sicher? Scheiße! Eine Granate! Negativ! Kann sie hier nicht sehen! Ich hasse das. Also, diese Typen hasse ich wie die Pest. Mit ihren Geräten. Ach du krass, über die ganzen Leichen hier. Dann werfen die nämlich über ihre dämlichen Granaten, Rauchgranaten. Bist erledigt, Fischer. Hey, grüß Lambert von mir. Verdammt. Haben wir noch einen. Halt still, dann tut's nicht so weh. Okay, EMP geht also trotzdem nicht. Gut zu wissen, dass ich also auch hier wieder von Deckung zu Deckung laufen muss. So. Zack, der ist weg. Aber sie ist mal so gemacht. Es wird eng, Sam. Wo bist du? Ganz nah. Nicht nah genug. Reed klopft bereits an die Türen des Oval Office. Noch ist niemand da, aber das wird sicherlich definitiv gleich ändern. Yep. So, mein Ziel ist tot. Nichts mit versteckt. Weiß nicht, wie es bei dir aussieht. So, aber das ist schon echt krass, dass man wirklich nur Stück für Stück hier wieder. Kein Kontakt. Hab Fischer gefunden! Oh. Scheiße! Oh Gott, oh Gott. So, du hast dich versteckt. So. Doch, Granate! Ziel in Sicht! Er ist im Büro! Ja, ja. Person nicht zu sehen. Team, die Granate! So. In Deckung! Kann ihn nicht sehen! Scheiße!
Ah, Mensch. So. Die blöden Rauchgranaten, echt, ey. Kann man hier hoch? Ey, möchte da hoch. Geht das? Kann man da reinkriechen? Sieht nicht so aus. Scheiß aber auch. Keine Munitionskiste vertragen. Ah, cool, die Chinesen rausgestürmt. Wo sind sie? Okay, noch nicht in meiner Reichweite. Okay. Jetzt kommen wir so eine in die Reichweite. Da drinne. Ah ja, okay. Menschenskinder. Ah, falsch Knopf gedrückt. So. So, wem haben wir da jetzt geholfen? Oder haben wir ja niemandem geholfen? Das ist jetzt die Frage. So, ich fühle mich mit der hier definitiv sicherer. Traue mich ehrlich gesagt gar nicht weiter zu gehen. Oh doch. Präsidenten retten. Falls das noch zählt, Sam, tut mir leid, was geschehen ist. Ich dachte, wir hätten keine Zeit. Stimmt. Wir müssen in Reeds Nähe kommen. Und es so geschickt anstellen, dass er die Präsidentin nicht sofort ausknipst. Irgendwelche Vorschläge? Einen. Aber der tut weh. Tu einfach, was du tun musst. Das mache ich doch immer, Sam. Das mache ich immer. Oh. Au! Tom, ich habe Fischer und komme rein. Mach nichts Überstürztes. Bin gleich bei dir. Sorry, Sam. Du gehst ins Oval Office. Da musst du schon ein ganz klein wenig auf dein Äußeres achten. Die Hände. Oh wei. Okay. Ach, Mist. Hoch mit dir. Du hast einen Termin bei der Präsidentin. Also so kommen wir wirklich zu der Sache. So wie in den kleinen... Ja, es war eigentlich keine Flashbacks, sondern eher in Zukunft... All die Jahre hast du mich angelogen. Nee. Es war für einen guten Zweck. Flash Future? Und ich würde es aus dem gleichen Grund jederzeit wieder tun. Ach, keine Ahnung. Hab dich wohl nie richtig gekannt. Nein, und das bleibt wohl auch so. Hab mich schon gefragt, wann du kommen würdest. Gut gemacht, Anna. Wie ich sehe, hast du dich für die Sache am Flugplatz revanchieren können. Unser Freund hat sich ein klein wenig gewehrt. Natürlich hat er das. Und jetzt ist er hier, der berühmte Sam Fischer. Wie fühlt man sich, Sam? Wenn man weiß, dass man als der Mann in die Geschichte eingehen wird, der Präsidentin Caldwell getötet hat. Leck mich, Reed. Wir kommen natürlich ein paar Sekunden zu spät, um sie zu retten. Aber gerade noch rechtzeitig, um dich auf der Flucht zu erschießen. Ein Klassiker. Sie glauben doch nicht, dass Sie damit durchkommen. Auf den Bildern der Überwachungskameras wird man... Ihre Kameras steuern wir. Die Sicherheitssysteme wurden von uns gegrillt. Wir sind Third Echelon. Wir kontrollieren jede Information, die diese Stadt durchläuft. Und wenn ich Spaß daran hätte, könnte ich es so aussehen lassen, als wären sie von zwei Zirkusclowns und einem Golden Retriever umgebracht worden. Seien Sie also still! Ihr seid nicht Third Echelon. Vielleicht nicht das von Lambert. Aber soweit ich weiß, fühlt er sich gerade nicht so gut. Third Echelon wäre beinahe mit ihm untergegangen. Die Präsidentin wollte unsere Finanzierung auf Null zurückschrauben und den Laden dicht machen. Damit wäre Amerika hilflos den Gefahren ausgeliefert gewesen, vor denen du es all die Jahre beschützt hast.
So, ich kann sein Gelaber nicht mehr anhören. Alles okay mit Ihnen? Ja, mir geht's gut. Du Danke. Verdammter. Das war ganz du schön hast knapp. Etwa 2 Minuten, bis die Army das Weiße Haus eingenommen hat. Nutze sie. Wie hat Megiddo dich rumgekriegt? Megiddo interessiert dich doch gar nicht. Dich interessiert deine Tochter. Schlagen oder schießen? Lass nicht meine Tochter in den Dreck zu ziehen. Ich schieße. Du verstehst es einfach nicht. Sarah war unwichtig. Ihr wurde gedroht, um an dich ranzukommen. Über dich hatten sie Zugriff auf Third Echelon. Über Third Echelon Zugriff aufs Weiße Haus. Sie konnten sich holen, was sie wollten. Du bist der Maulwurf. Deinetwegen hat Lambert sich Sorgen gemacht. Sehr gut, Sam. Endlich kapierst du's. Du mieses Schwein. Hast mich 3 Jahre meines Lebens gekostet. 3 Jahre, in denen ich dachte, meine Tochter sei tot. Los, los, los! Waffen fallen lassen, auf den Boden, sofort! Captain, danke für meine Rettung. Allerdings sehe ich hier außer Ihnen und Ihren Männern niemanden. Sie etwa? Nein, Ma'am. Bringen wir sie hier raus. Danke. Oval Office gesichert. Wir haben die Präsidentin. Präsidentin ist in Sicherheit. Sehr geil. Töten, verschonen. Nix damit verschonen. Der ist am allen schuld. Drecksack. Seit er weg ist, habe ich noch einmal mit Sam gesprochen. Er sagte, dass er und Sarah sich eine Auszeit nehmen würden, um die verlorene Zeit nachzuholen. Er sprach von wertvollen Menschen. Davon, wie wichtig es sei, zu ihnen zu stehen. Er sprach von Familie. Und wisst ihr, was das Letzte war, das er zu mir sagte, bevor er aufgelegt hat? Vic, sagte er, danke für alles. Ich liebe dich wie einen Bruder. Ein Bruder gehört zur Familie, oder? Dachte ich mir. Sehr geil. Okay, das Ende hat jetzt doch schon sehr gefetzt. Also jetzt sind es ungefähr, ich glaube, lasst mich lügen, 18 Parts, glaube ich. Ich weiß es jetzt gerade nicht so genau aus dem Kopf. Auf jeden Fall haben wir damit den 5. Teil der Reihe beendet. Fehlte nur noch Teil 6. Teil 6 namens Blacklist, der neueste. Darauf freue ich mich ja auch schon, weil das kenne ich ja wirklich so gut wie gar nicht. Also eigentlich, was heißt so gut wie gar nicht? Ich kenne es gar nicht. Kommt hier noch mal eine Szene oder so? Nö, okay. Okay, Leute, Dankeschön, dass ihr mal wieder dabei wart bei dem 5. Abenteuer von Sam Fisher. Ich bin jetzt auf den 6. Teil gespannt. Das, wie gesagt, was ich schade finde, ist halt, dass im 6. Teil ein neues Charaktermodell genommen wurde, ein neues Model. Oder ich weiß gar nicht, ob das auch auf dem richtigen Model basiert oder ausgedacht ist. Jedenfalls finde ich schade. Ich hoffe, ihr habt den gleichen Synchronsprecher. Also Nicolas Cage, Vin Diesel. Ich weiß jetzt leider nicht, wie der gute Mann heißt. Jedenfalls passt das eigentlich perfekt. Hat bisher immer gut gepasst. Ich hoffe halt, dass der 6. Teil wirklich gut wird. Der soll ja wohl wieder mehr auf Schleichen sein. Oder die nachfolgenden Teile sollen wieder mehr auf Schleichen sein. Ich weiß es gerade nicht so genau. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Let's Play und mit dem finalen Part von Splinter Cell Conviction. Und wenn ja, gebt doch nochmal ein kräftiges Däumchen nach oben und schaltet dann auch bei Blacklist wieder ein. Bis dahin, liebe Leute, macht's gut.